Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück bei John und willkommen zu der von mir angekündigten Nachlesereihe. Worum geht es da? Ich hatte es ja schon gesagt, ich wiederhole es nochmal. Es geht darum, dass ich mit John noch so Orte aufsuche, die wir verpasst haben, vielleicht noch kleinere Geschichten erlebe, Charaktere nochmal besuche, die interessant sind, Geheimnisse vielleicht noch entdecke, die wir nicht entdeckt haben. Und das Ganze aber nicht, wie soll ich sagen, aus eigener Kraft und durch eigenes Suchen, sondern ja, mit Hilfe von Hinweisen von euch, mit Dingen, die ich google, recherchiere. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir hier Sachen in der Welt suchen und rausbekommen und rätseln und uns überraschen lassen. Na, das vielleicht teilweise auch noch. Aber ich werde schon jetzt ganz gezielt zu Orten reiten, wo ich weiß, dass dort irgendwas ist. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Dabei interessiert mich jetzt, entschuldigt, weniger jetzt irgendwelche Komplettierungen, Sammelquests, irgendwelche besonderen Waffen. Das finde ich alles eher uninteressant. Ich finde es spannend, ja, eben das eben Genannte, vor allem noch irgendwie mehr Stories, mehr Geschichten, mehr Hintergrund mitzubekommen. Soweit erstmal zum Grundsatz. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir das machen werden, das Ganze. Und ursprünglich hatte ich überlegt, dass ich... Oh, okay. Abigail hat gesagt, ich soll aufhören. Ich soll zum Essen kommen. Ja, wisst ihr was? Dann mache ich das doch mal. Dann folge ich jetzt mal. Und außerdem hören wir hier nochmal kurz zu. Onkel und Jack unterhalten sich. Engländer. I'll tell you something strange that isn't in that book of yours. Do you know the English had talking horses? You're kidding me. I never lie, Jackie boy. I met them talking horses in Canada. Brian was his name. There's just one problem, though. What? Well, horses is boring as hell. Worse than Englishmen. It's true. Shut up. Okay, sehr schön. Das ist auch ein Pärchen. Die räumen sich gegenseitig was vor. Okay, also gehen wir erstmal rein zu Abigail, die Essen gemacht hat, Armbrotessen gemacht hat. Sehr schön. Schauen wir mal. Und wir haben es auch echt nötig. Ihr seht, wie viel Hunger wir haben. Und schaut mal, wir haben 21.000 Dollar. Oh mein Gott, wir sind reich, Leute. Und entsprechend wohlhabend sieht das hier auch aus und extrem gemütlich. Howdy. Toll. Hi, Abigail. And go. And go. This grows pretty good. Lots on your mind. Okay, wir essen hier sogar gemeinsam. Das finde ich ja hübsch. Sehr schön. You okay, Mrs. Marston? Sure, but Jack, I worry for him so. Ah, no. He'll get there. I'm sure he will. Jack sitzt auch daneben und guckt ganz empört. Habt ihr gesehen? Das ist lustig. Los, komm, wir essen noch ein bisschen. Abigail, ist es noch zu heiß? Uncle? Anything Abigail asks you to do, you do it, old man. She's the lady of the house now. Of course, of course. I'll help any way I can. I mean, you know me, John. Oh, I do. Only too well. Okay. Hey! Hey, sir. Jack, my boy. Okay, Jack weiß auch nicht, was hier los ist. Na gut, Leute, wir sind satt und wir haben eine kleine Reise vor uns. Wir verabschieden uns hier schon mal. Es hat sehr lecker geschmeckt. Es kann sein, dass John jetzt ein oder zwei oder vielleicht auch mehr Nächte weg ist. Wir sehen uns. Ja, denn ich wurde gerade unterbrochen, angenehm unterbrochen, zugegebenermaßen, weil ich, als ich euch sagen wollte, was ich jetzt vorhabe. Also...
Ich will das jetzt folgendermaßen gestalten. Ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht so wirklich nur immer einzelne kurze Videos mache zu den verschiedenen Themen und dann das schneide. Aber ich habe mir jetzt das doch ein bisschen anders überlegt, dass ich da, wo es geht, ja, dass ich das vielleicht so wie eine große Reise gestalte durch diese Lande hier nochmal, wo ich das so ein bisschen für mich so vorstrukturiere, was man wo noch schauen kann und erleben kann, sodass das sich irgendwie ein bisschen natürlich anfühlt, ne? Dass ich also jetzt nicht hier von einem Ende zum anderen springe, nur weil das jetzt das Thema ist. Und genau in diesem Geiste werden wir das auch starten. Und zwar habe ich jetzt mal hier auf meiner Karte die Grabstellen markiert unserer Gefährten. Ich hatte ja angekündigt, dass das erste Thema sein wird. Und ich glaube, die Punkte sind einigermaßen okay, aber es wird sicher immer noch eine kleine Suche sein. Und ich weiß auch nicht, wer sich jetzt hinter diesen einzelnen Gräbern, den Orten verbirgt. Das wird also auch noch eine kleine Überraschung für mich sein. Und ich werde die jetzt nach und nach abreisen oder abreiten oder wie auch immer. Wir werden also hier nochmal eine große Rundtour machen. Wo es passt, werde ich auch die Postkutsche nehmen. Und wenn unterwegs uns noch irgendwas begegnet, ganz offensichtlich, irgendeine Nebenaufgabe, die wir nur noch nicht gemacht haben oder ähnliches, dann machen wir das. Aber ansonsten hat das jetzt erstmal Priorität. Und wenn wir dann hier oben vermutlich in Kolte angekommen sind, dann beginnt sozusagen die Suche nach dem Rest. Dann werde ich das so ein bisschen nach Gebieten für mich strukturieren. Und dann schauen wir mal nacheinander, was wir alles so finden werden. Das ist so ein bisschen jetzt der Plan. Mal gucken, wie das gelingt. Sicher muss man hier und da auch ein bisschen davon abweichen und improvisieren. Aber das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Idee. So, und dementsprechend ist das erste Ziel Blackwater, die Postkutschenstation. Von dort fahren wir dann nach Rhodes, um dort das erste Grab dort aufzusuchen, das in der Nähe von Rhodes ist. Also, die Reise beginnt. Und es fällt mir jetzt auch erstmals hier so auf, wenn ich das so sehe, da drüben, auf der anderen Seite der Bucht oder des Sees, ich weiß gar nicht genau, da ist ja schon Rhodes. Im Prinzip dort an den Ufern war das Lager damals in der Nähe von Rhodes. Gut, 17.15 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch für die ersten Kilometer der Reise. Okay, wenn ich mich recht entsinne, war die Postkutschenstation hier irgendwo. Genau, da ist sie. Kutsche ist nicht da, aber sollte demnächst kommen. Genau, wir wollen nach Rhodes. Okay, und da sind wir. 19 Uhr ist es. Ich glaube, ein bisschen mehr als $10 hat es gekostet. Und dann, Rachel, was machst du da? Lasst mal hier, schaut mal. Hier ist tatsächlich schon eine Geschichte, die wir noch nicht erlebt haben, ganz offensichtlich. You got this, girl. Dann unterbrechen wir gleich mal unsere Reise und schauen dort mal nach dem Rechten. Black and White. We ain't dead and we ain't fed. Oh, you're leaving me, huh? Sure. Yeah, we'll leave this then. Was ist mit euch los hier? Beruhigt euch. Mr. Black. What are you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the Darky White. Well, I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tar you, you lily livid. Enough. Enough. Say, you two fools look like you've just run off from a chain gang.
Yeah, what up? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. You infer darky. Shut up, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor. What do you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Okay, Leute, wir sollen Steckbriefe abnehmen. Rachel, wo bist du wieder hin? Ja, das Wetter ist ja ungemütlich geworden. Außerdem fällt gerade auf, er hat hier jetzt sich noch irgendwie ein anderes Kleidungsset zugelegt. Ich möchte, wenn, dann aber... Nee, das ist eigentlich das Cowboy-Ding, ne? Gut, dann gucken wir mal. Haben wir irgendwelche Hinweise? Nee, es gibt keine Hinweise. Oha. Alles klar. Dann beginne ich mal damit zu schauen. Hier gibt es doch in der Regel Fahndungsplakate. Da haben wir uns doch schon welche geholt, ja? Da hängt eins, ja. Jetzt wird's. Ah, okay, jetzt wird offenbar angezeigt, wenn man in der Nähe ist. Das sind die beiden. Mr. Black, Mr. White. Man könnte sich natürlich jetzt auch das Geld vielleicht holen. Zur Wiedereinlieferung. Entflohene Sträflinge. Mr. Black, Mr. White, lebendig gesucht, noch immer auf freiem Fuß. Beide werden als gefährlich eingestuft, zuletzt gesichtet in der Umgebung von Rhodes. Na gut, helfen wir ihnen mal. Ein von fünf gefunden. Okay. So, das heißt, wir müssen die Stadt hier noch ein bisschen absuchen. Aber bei dem Wetter, das ist ja unangenehm. Sehr unangenehm. Ich denke, wir sollten die Hauptstraße entlang gehen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Sheriff selbst noch hängt. Ah, warte mal, hier wird uns eins angezeigt. Und da steht ein Typ davor. Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Please, mister. I'll just reach by you. It won't take but a second. I'm leaning on it. Find one that ain't in use. Oh, komm jetzt. Also bitte. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move, all right. That's okay. It. Okay, this is what you wanted? Kill that bastard! You ain't... So, dann besorgen wir uns das eben auf diese Art und Weise. Nummer 2. Okay, weiter geht's. Regen hat zumindest aufgehört. Das ist doch mal was. Sag mal, gibt's noch eine neue Zeitung? Er ist ganz nervös. Nein, er hat Schiss vor uns. Oh, das ist schon zu spät, ich weiß es nicht. Zumindest der Hund hat keine Schiss. Every fool knows the charges were trumped up. But the darkie killed a white man. Jimmy Haldaker had a weak heart. He died of a heart attack. Nonsense. Ah, da geht's um die beiden. Black was set up. Everyone knows Judge Amory took a bribe. You don't believe that, do you? Sure. And you call me a gossip? Okay, das ist interessant. Anyway, how's your Tom? He's fine. Just fine. And Marlene? Still with us. Have a fine day. Das heißt also, sie glaubt zumindest, dass sie unschuldig sind. Scheint einiges dafür zu sprechen. Gut, dann können wir das ja mit gutem Gewissen hier betreiben. Nummer 3. Das war jetzt hier beim Sheriff, ne? Okay, jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwas noch verpasst?
Na, wir gehen mal hier weiter. Beim Doktor scheint nichts zu sein. Hier hängt noch was. Hervorragend. Okay. Was ist da hinten? Mr. Black and Mr. White. Interesting. Ah, warte mal, da ist ein anderer Kopfgeldjäger. Mister, I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Oh verdammt, der haut damit ab, Leute. Rachel, kannst du mal bitte ganz schnell kommen? Rachel, mach mal hin. Jetzt ist wirklich Eile angesagt. Wir müssen den hier, ich glaube, mal ein bisschen überwältigen. Wir lassen ihn mal ein bisschen aus der Stadt rausgehen. Rausreiten, nicht, dass wir hier noch Ärger bekommen. Er fragt sich wahrscheinlich, was macht der Typ hinter mir? Jo. Ich will den Steckbrief haben, mein Freund. Ain't your day, Mister. You dirty bastard. Okay, dann plündern wir ihn. Hey, hey. My sense is it would be rude not to rob you. Gut, alles klar. Dann haben wir alle. Den lassen wir einfach hier liegen. Der wird schon gefunden. One more time. Und dann suchen wir die beiden mal. Die müssen hier hinten irgendwo im Wald ihr Lagerfeuer gemacht haben, hatten sie ja gesagt. Hm. Da, man sieht es schon, ja, alles klar. Hey, friend. Hello. How was in town? Pretty hot. It got quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. Was it murder? It was self-defense. You killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Na gut. Also, dann helfen wir ihnen mal und verbrennen das Ganze. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. That's that, then. That's that. Free at last. Free from you, at least. Well, not quite. No? We should wait a while first, see if anyone's on our trail. You're right. Too risky to split up now. Two sets of eyes is better than one. This ain't permanent, though. It's a temporary measure. Well, right, right. Till things blow over. Then I'm done with you, Black. I'm counting the hours, White. You've done enough for us. We're on our own now. Alles klar, ich gehe ja schon. Gut. Die beiden werden, glaube ich, noch länger beisammen sein. Irgendwie können sie sich nicht leiden, aber... Hello, girl. Offenbar... Hören sie auch irgendwie zusammen. So, Leute, es ist Nacht. Ich reite ja sonst nicht des Nachts, aber es gibt hier wohl in der Nähe noch eine Szene, die ganz interessant sein könnte, die des Nachts beginnen könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie jetzt erleben können. Ich versuche es mal. Wie spät ist es? Es ist schon richtig Nacht. Ja, die hat was mit Männern in weißen Kapuzen zu tun. Ich gucke mal, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und wir treffen auf diese Truppe. Ansonsten muss ich noch mal abwarten und vielleicht andere Lokalitäten aufsuchen. Oh nein, wir haben Glück, Leute. Fantastisch. Yeah!
Settle down, my friend. Settle down. Because we are here today for a very special occasion. Yeah! Woohoo! It is imperative that we reestablish sanity and supremacy before it is too late. Our numbers are waning. Thanks to the fools in Congress and their ludicrous ideas. But today, we grow one strong. As we anoint a new brother. Into our sacred cause. Please step forward and kneel. Okay, ein Initiationsritual. Yes, sir. Yeah. Oh, here we go. Yeah. Much. All right. Come on. There we go. The eternal light. Yeah. Oha. Er hat sich selbst angezündet und die Tür hauen ab. Warte mal, den Anführer. Okay. Wow, Leute. I wish the all of you would burn. Ja, in der Tat. Oh, ein Protokoll haben wir noch gefunden. Und da ist das neue Mitglied. Allerdings waren sie zu blöd, das Kreuz vernünftig anzuzünden. Verbrannt. Da finden wir auch nichts mehr. Okay, gut. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal das Protokoll an, was wir gefunden haben. Oha, Blut verschmiert. Oh, warte mal, es gibt einen Zeugen. Verdammt. Den müssen wir kurz mal aufhalten. Stop now! Gut. Das ist ein bisschen blöd. Mord. In gewisser Weise war es Mord, ja. Dann lasst uns hier mal kurz verschwinden und die Sache erstmal abwarten. Und dann das Protokoll lesen. Ja, wir sind gesucht. Aber das sollte ein einfaches sein, dass wir uns hier verstecken. In der Nähe unseres alten Lagers. Hier kennen wir uns aus. Gut, die Ermittlungen laufen. Aber das war es wert, würde ich sagen. Komm, dann begeben wir uns einfach mal auf die Wiese des alten Lagers. Vielleicht finden wir da sogar noch Überreste und lesen dort das Protokoll. Wenn die Ermittlung abgeschlossen ist. Aber sauber geräumt hier alles, muss man mal sagen. Ein paar Kisten stehen noch. Erinnerungen werden wach und Kopfgeld müssen wir bezahlen, aber das ist ein leichtes für uns. Okay, also jetzt nochmal zurück zum Protokoll hier in der Morgendämmerung. Protokoll der vierteljährlichen Versammlung. Le Moyne Landesverband, Teilnehmer 6. Alle offiziellen Titel müssen noch einmal geändert werden. Neue Versammlung notwendig. Als das Mitglied, ehemals bekannt als Schriftführer, Senior, soll ich zukünftig mit Großschreiber hoch bezeichnet werden. Mein Assistent wird nun als Großschreiber nieder bezeichnet. Der älteste Hexenmeister soll fortan Großsatyr genannt werden. Andere Titel stehen noch zur Diskussion bei oben genannte Versammlung. Der Titel Kaiser bleibt ausgeschlossen, wie bei der Versammlung im August beschlossen. Frage für offene Diskussion. Können wir die Roben irgendwie weniger entzündlich machen? Akzeptables Essen für das Überraschungsdinner zum Geburtstag des Großsatyrs. Französisch? Möglich. Spanisch? Klares Nein. Mitgliederbeiträge 87% unter vierteljährlicher Zielmarke. Schon wieder.
die zahlen nicht ordentlich. Ideen für neue Initiationsriten müssen von den Mitgliedern geprüft werden. Teeren und Federn wurde von den Ehefrauen nicht gut angenommen. Müssen uns wieder auf die Anwerbungskampagne konzentrieren. Müssen alle brillanten und talentierten Männer in der Gemeinschaft finden, die zu unserer Sache etwas beitragen können. Diskussionspunkt: Sind noch brillante und talentierte Männer übrig? Holzkreuze sind schwer und teuer. Sollen wir andere religiöse Symbole verbrennen, um unsere tiefe Religiosität zu demonstrieren? Weibliche Mitglieder? Immer noch ein klares Nein. Wir suchen immer noch nach brillanten und talentierten Männern, die in ihrer Freizeit Kapuzen tragen und Eugenik besprechen wollen. Jemand muss das Pamphlet von Norris Forsyth überprüfen. Hat das jemand gelesen? Ist das dieser Eugeniker aus Saint-Denis? Schon wieder enttäuschende Teilnehmerzahlen. Nichterscheinen von Mitgliedern wird künftig bestraft. Wahrscheinlich mit Verbrennen. Höchster Großschreiber Wesley P. Callard. Sehr, sehr, sehr schön. Okay, und da ist es auch schon Tag geworden. Und unser erster Tag gewissermaßen hier auf unserer großen Abschlussreise endet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinball.